Ja, guten Morgen. Wenn auch du wissen möchtest, welche 10 Eigenschaften, ich sage eigentlich fast lieber, welche 10 Einstellungen, den gesamten Unterschied machen können. 10 Einstellungen, die du als Profi-Networker brauchst, die du als Profi-Networker in dich aufnehmen kannst. Und wenn du sie hast, wirst du mit einer ganz anderen Geschwindigkeit, aber auch mit einer ganz anderen Zuverlässigkeit, mit einer ganz anderen Präzision durch dieses Network-Marketing-Geschäft gehen. 10 Eigenschaften zusammengestellt für dich im Morning Call am 13.02.2019. Guten Morgen, ihr Lieben. Guten Morgen. Gestern habe ich euch Bücher vorgestellt, 6 Bücher oder beziehungsweise die Autoren der Bücher. Und zugegebenermaßen bin ich etwas streng mit einem Herrn ins Gericht gegangen, den ich erst später lieb gewonnen habe. Das habe ich ja gesagt. Dann habe ich erst später gemocht und heute gehört er zu meinen, ja, Freunden oder zu meinen Mentoren. Und ich habe hier über Randy Gage gesprochen. Randy Gage, der Mann, der so aussieht wie ich. Ich unterscheide mich durch den Bart von ihm und wahrscheinlich ist er auch ein bisschen schlanker als ich. Randy Gage hat dieses Buch geschrieben, wie baue ich eine Multilevel-Geldmaschine. Und ich habe mir gedacht, es tut vielleicht gut, wenn ich diesen Mann wieder etwas, warum ich das Gute noch ein bisschen herausschäle, nachdem er ja gestern so ein bisschen für seinen Titel, für den Buchtitel so ein klein bisschen Schelte von mir bekommen hat, habe ich heute aus seinem Buch mir 10 Dinge entliehen, die ich euch vorstellen möchte. Und das sind die 10 Eigenschaften oder die 10 Einstellungen eines Profi-Networkers, die du haben solltest. Und die möchte ich dir heute vorstellen. Und wir verbinden das Ganze mit einem extrem wichtigen, wertvollen Gewinnspiel. Weil heute verlose ich ein Produkt im Wert von 399 Euro. Tada, 399 Euro, das möchte ich mal erleben, wie oft ihr morgens früh um 7:30 die Möglichkeit habt, 399 Euro zu gewinnen. Und das Schöne ist, es ist ein System. Es ist das gesamte Networker-Herzblutsystem, was jetzt in den nächsten Tagen an den Verkauf geht, was wir noch gar nicht, also wir haben es nur als Testversion bis jetzt verkauft, weil wir unseren Karton noch nicht haben. Und ihr seht hier unten, ja, das hier ist der Karton für das Network-Poster. Und ja, und es gibt auch einen solchen Karton. Also ich freue mich riesig drauf. Das wird ein richtig schönes Ding. Da haben wir jetzt fast ein Jahr daran gearbeitet, dass das Ding entsteht. Der wird jetzt irgendwann geliefert und bis dahin gibt es das Produkt natürlich noch nicht so richtig. Aber ich werde heute schon eine Version verlosen. Das heißt also, wer gut aufpasst, ich nenne gleich die 10 Themen und zum Schluss, ganz zum Schluss, werde ich fragen, unter welcher laufenden Nummer, also welcher Zahl von den 1 bis 10 ist der nachfolgende Punkt gewesen. Und dann sage ich, welchen Punkt ich meine. Und der mitgeschrieben hat, der sich die Punkte aufgeschrieben hat, sieht natürlich genau, ah, wunderbar, das ist der Punkt, kann den reinschreiben. Und die erste Zahl, die ich hier in meinem Verlauf sehe, die gewinnt für 399 Euro den Success Pack. Ich hoffe, es freut euch. Das Schöne an der ganzen Geschichte ist, dass wenn ihr euch die Punkte aufschreibt, ihr einfach ein bisschen mehr engagiert seid, ein bisschen mehr involviert seid und ihr einfach mehr davon lernt. Das ist ja das Ziel der ganzen Geschichte. Und weil es ja hier jetzt gerade heute um was geht, wird es natürlich Sinn machen, jetzt noch ein paar Leute einzuladen, jetzt noch ein paar Leute zu verlinken und zu sagen, ey, aus dem Bett, raus jetzt. Und dann schreibst du ihr, was ich gerade gesagt habe, wie das Gewinnspiel funktioniert. Ich sag's nochmal in der Werbepause. Und dann hast du auch deine Freunde dabei. Also verlinke jetzt deine Teampartner hier, damit sie auch in den Call kommen. So, ihr seht, gestern stand da stand gestern 503, jetzt steht da, am Ende des Calls stand da 504, jetzt steht da 526. Das heißt, wir haben wieder einige Menschen, die eine Entscheidung getroffen haben. Über 20 Leute, insgesamt 23 Menschen haben entschieden, ich brauche dieses Poster an meiner Wand, ich möchte professioneller werden. Und so geht das halt jetzt Tag für Tag. Ihr wisst noch, wir haben angefangen mit knapp 300 und jetzt sind wir schon bei 526 und das machen wir jetzt noch ein paar Tage. Also, wann bist du dabei? Wann hängt das Poster bei dir und wann hast du dein Team informiert, dass es das jetzt noch gratis gibt? Das ist ja wunderbar. Also, Randy Gage hat mir in dem Buch Folgendes mitgeteilt. Es gibt 10 zentrale Eigenschaften. Ich benenne es so ungern Eigenschaften, weil ich glaube, eine Eigenschaft ist etwas, das ist für viele so, ja, ich habe die Eigenschaft nicht. Aber ich sage, es ist eine Einstellung. Eine Einstellung kannst du ändern. Also ist natürlich ein bisschen Wortklauberei. Ich glaube, es ist entweder eine Eigenschaft oder eine Einstellung oder eine Eigenschaft.
die dich ausmacht. Und das Erste ist, sei ein Produkt der Produkte. Ich glaube, es ist unglaublich wichtig, dass wir in dieser Vertriebsform, in der Vertriebsform Network Marketing, die ja sich komplett unterscheidet von all dem, was wir im Handel haben, dass du ein Fan, du musst dich verlieben in deine Produkte. Jeder Mensch, der dich berührt, muss spüren, dass du diese Produkte liebst. Selbst wenn ich heute kein aktives Network Marketing mehr betreibe, bin ich ein absoluter Fan der Produkte, die ich benutze. Es gibt keinen einzigen Tag, wo ich nicht meine Produkte liebe, wenn ich sie benutze. Ich habe Produkte, die ich in meinem Badezimmer benutze. Und das ist einfach fantastisch. Und jeder, der zu mir kommt, wenn also hier, die stehen bei mir im Badezimmer, die stehen bei mir im Gästebad, die erkläre ich, wenn ein Gast kommt. Wenn ein Gast kommt, hast du mal das und das und das für mich, dann bin ich ganz, ganz heiß drauf, das Produkt zu erklären. Benutze deine Produkte, es geht jetzt nicht darum, dass du alle Produkte gleichzeitig benutzt. Es geht auch nicht darum, dass du viel Geld ausgibst. Es geht darum, dass du Stück für Stück dich durch die Produkte arbeitest, sie kennenlernst und selber Fan bist. Du kannst nicht erwarten, dass du ein Network-Marketing-Geschäft aufbaust, indem du sagst, ja, ich will das Geschäft machen, die Produkte interessieren mich eigentlich nicht. Deshalb musst du auf die Suche gehen mit einer Firma, die Produkte hat, die dir gefallen, wo du komplett zu 100% hinterstehen kannst und kannst sagen, das ist mein Ding. Wenn deine Firma ein Autoship-Programm oder eine automatische Belieferung hat oder ein, wie auch immer die ganzen Programme heißen, also Autoship ist für mich das Neutralste, weil es automatisch versendet, weil das sind ja meistens amerikanische Firmen, dann nutze das, dann sei dabei. Und du solltest auch immer, und ich rede hier nicht von großen Summen, du solltest auch immer Produkte zur Verfügung haben, damit du Muster herausgeben kannst, damit du Produkte verkaufen kannst. Stell dir mal vor, du redest begeistert von einem Produkt und dann hast du das nicht da. Du kannst dem Kunden nicht sofort oder einem Partner oder wem auch immer, einem Interessenten, nicht sofort das Produktergebnis geben. Das heißt, du musst also eine gewisse Menge an Produkten da haben und wenn deine Firma einfach zu viele Produkte hat, dann entscheide ich für welche. Dann entscheide ich einfach für 4, 5 Produkte. Es gibt ja sehr große, sehr alte Network-Marketing-Unternehmen, die haben halt ganz, ganz viele Produkte. Dann entscheide ich für deine Spezialprodukte und die solltest du aber auch zur Verfügung haben. Also ganz wichtig, benutze jeden Tag die Produkte, liebe die Produkte, sprich drüber und sei in dieser Branche derjenige, der sagt, ich stehe auf meine Produkte. Und so ein kleiner Hinweis, immer dann, wenn du ein Produkt nicht bei deiner Firma kaufst, dann schwächst du eigentlich im großen Sinne deine Organisation, weil dann ist der Umsatz halt in einem anderen Portemonnaie, in einem anderen System, in einer anderen Struktur. Vielleicht in einer Handelsstruktur, vielleicht aber auch in einer anderen Network-Struktur. Das heißt, liebe deine Produkte, benutze sie und halte die Produkte hoch. Und das ist natürlich etwas, was du auch an deine Partner weitergeben musst. Weil ein Partner, wo du das Gefühl hast, irgendwie ist der gar nicht so vertraut mit den Produkten, sprich mit ihm drüber. Geh mit ihm ins Gespräch, dass das der erste wichtige Schritt ist, wenn man in einem Network-Marketing-Vertriebssystem ist. Ja, ist ungefähr so, wie wenn ein VW-Verkäufer mit seinem alten Hyundai auf den Hof fährt. Ja, die VW hat das gelernt. Die geben den Firmenwagen, die geben den Wagen, damit die ja nicht auf die Idee kommen, mit anderen Autos zu fahren, damit die ein Produkterlebnis haben. Der zweite Punkt ist, die zweite Eigenschaft oder die zweite Einstellung ist, entwickle dir einen Kundenstamm. Erst gestern habe ich wieder ein sehr langes Gespräch gehabt mit einer Dame, die mich gefragt hat, ja, ich weiß nicht so richtig, soll ich mich auf die Kunden konzentrieren oder soll ich mich auf Vertriebspartner konzentrieren? Die Wahrheit ist, es ist vollkommen egal. Eric Worre hat eine Studie gemacht und hat mit Menschen gesprochen und hat herausgefunden, dass es genau 50-50 ist. Es gibt 50% der Menschen starten über eine Produktbegeisterung, über eine Produktliebe und kommen aus der Produktsituation irgendwann in die Situation, dass sie Vertriebspartner werden. Und auf der anderen Seite gibt es Menschen, die starten als Vertriebspartner und haben mit den Produkten gar nicht so viel am Hut, weil sie sagen, clever, 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 mache ich. Und kommen irgendwann in die Situation, dass sie Kunden werden und dass sie vielleicht auch nur noch Kunden sind, weil sie inzwischen die Vertriebspartnerschaft aufgegeben haben, aber sehr treue Kunden bleiben. Das heißt, es gibt beides. Es ist praktisch wie so ein Koordinatensystem. Das eine fängt hier oben an, ich bin Vertriebspartner und arbeite mich und bin hinterher nur noch Kunde. Oder ich bin auf der anderen Seite, ich bin Kunde und bin hinterher auch Vertriebspartner. Also bin begeistert geworden. Also es wird ja, wer Vertriebspartner wird, wird auch weiter Kunde bleiben. Aber es gibt halt Vertriebspartner, die hören auf als Vertriebspartner, aber sie lieben die Produkte und bleiben weiter Kunden. Und es geht hier bei diesem Punkt, entwickle deinen Kundenstamm darum, dass du
verstehst, dass du mit der Handelsmarge, mit der Marge, die du mit dem Produkt machen kannst, also praktisch das, was im normalen Einzelhandel ja ganz normal ist, wenn du ein Produkt verkaufst, dann ist ja ein Teil des Produktpreises, ist ja das, was du verdienst. Und das ist der erste, der schnellste, der wichtigste Punkt, um dir ein Einkommen zu verschaffen. Das ist das, wo die Firma dich für bezahlt. Und das mit dem passiven Einkommen, das letztendlich hinterher eine Provision bezahlt wird, weil aus deinem Team grundsätzlich viel Volumen kommt. Das kann aber nur funktionieren, wenn du die ersten Kunden hast, wenn du deinem Team mitteilst und zeigst, wie man Kunden aufbaut. Das geht natürlich über die gerade genannte Produktliebe, das geht über eine Bedarfsermittlung und das geht über die Verfügbarkeit von Produkten, dass du sie Menschen auch in die Hand geben kannst, wenn du darüber gesprochen hast und es nicht noch 2-3 Tage dauert, bis sie bestellt werden können. Und tatsächlich ist der Kaufimpuls, der ich will das auch haben Impuls, der ist viel schneller zu bedienen, wenn du sagst, du, ich hab's im Auto, ich hab's zu Hause, ich hol's dir mal eben, als wenn du sagst, ach, ich hol mal eben meinen Computer, wir bestellen es für dich jetzt mal online, dann ist es in 2 bis 3 Tagen da. Da sagen viele, naja, lass mal, ich weiß nicht, du, ich mach's beim nächsten Mal mit und es passt mir gerade nicht und da gibt es 1000 Ausreden. Aber wenn du das Produkt in der Hand hast und du den Bedarf vorher ermittelt hast, ist das natürlich eine wunderbare Situation, das Produkt einfach weiterzugeben. Das heißt also, ein Kundenstamm ist für dich der goldene Start in diesem Geschäft und den erreichst du halt durch Begeisterung und Verfügbarkeit von Produkten. Dann, viele Menschen steigen ins Network Marketing ein und sagen, ja, was kann das denn schon groß sein? Ich habe doch schon immer Empfehlungen ausgesprochen. Und vielleicht ist das auch ein Problem der Branche selber, weil wir natürlich sagen, hey, das ist ja gar nicht so schwierig, weil Empfehlungen sprichst du doch laufend aus, machst du doch schon, seit du ein junger Mensch bist. Jeder hat schon mal ein Restaurant, eine Pizzeria, irgendein Duschgel, ein Shampoo oder irgendetwas empfohlen. Das ist richtig. Was aber dabei so ein bisschen übersehen wird, ist, dass Network Marketing etwas ist, was man wirklich lernen kann und auch sollte. Im Grunde genommen sollte man Network Marketing, ich will es jetzt nicht zu hoch treiben, aber man sollte es mit einer Ausbildung vergleichen. Und in einer Ausbildung sieht man einfach einen Studenten oder jemanden da sitzen mit einem Lehrbuch, der Dinge lernt. Und ich habe damals, als ich mit Network Marketing begonnen habe, habe ich mir das Buch von Eric Worre genommen und habe handschriftlich in eine große Kladde, die wollte ich euch eigentlich heute zeigen, in eine große Kladde habe ich handschriftlich alles das eingefügt, da habe ich praktisch das Buch für mich übersetzt. Ich schaue mal, ob ich es gerade greifen kann. Ah, ich glaube, ich habe es hier. Ja, wunderbar, da ist es. Ich hab's direkt gefunden. Große, große Bücherwand. So, ich habe hier dieses Buch genommen und habe mir das gesamte Eric Worre Buch vorgenommen. Professionelles Network Marketing, GoPro, 7 Schritte zum Network Marketing Profi. Und habe angefangen, das einfach mal 1:1 mir rauszuschreiben und habe mir alle Seiten kapitelweise vorgenommen und habe das rausgeschrieben. Ja? Die wichtigsten Punkte habe ich mir markiert. Ihr seht, das war ein bisschen Arbeit. Ja? Und das ist eine ganz, ganz wichtige Entscheidung gewesen für mich, dass ich für mich das durchgearbeitet habe. Ich habe sozusagen Network Marketing studiert. Also für die, die wirklich studieren, die jetzt hier irgendwie ihren Arztberuf erlernen oder was auch immer, dann seid mir nicht böse, dass ich das studieren nenne. Studieren ist ja eine Eigenschaft, dass du das verinnerlichst. Und das heißt hier, studiere den Beruf. Wenn du Network Marketing betreibst, sei dir darüber bewusst, dass das etwas ist, was du lernen musst. Das ist etwas, was in dich einziehen muss. Es gibt so viele Kleinigkeiten, die man hier lernen kann und lernen sollte. Das heißt, nimm es ernst. Punkt 3 ist, studiere deinen Beruf und sorg auch dafür, dass andere Leute diesen Beruf studieren und dass sie das genauso ernst nehmen. Wichtig ist auch, dass du dich an deinen Sponsor hältst, dass du deinen Sponsor sozusagen anschaust und dass du ihm, du musst dir vorstellen, der ist eigentlich der Treuhänder, der vor dir im Geschäft war, also wenn er nicht gerade einen Tag vor dir eingestiegen ist, der vor dir im Geschäft war, der ist eigentlich der Treuhänder von allen Informationen, die es gibt. Weil wenn er ein erfolgreicher Networker ist, dann hat er sozusagen das gesamte Wissen und auch die Erfahrungen seiner Struktur bis hin zur Firma, die hat er ja in sich. Das heißt, nutze ihn. Und wenn dein eigener Sponsor vielleicht nicht der erfahrenste ist, dann geh eine Stufe weiter, dann halte dich an den, der über ihm steht oder der an ihm steht. Der über ihm steht oder der sozusagen vor ihm da war, das wollte ich sagen. Das heißt, studiere, den Beruf ist Nummer 3. Die Zahlen sind ja wichtig für das Gewinnen des Success-Bags.
Dann haben wir Nummer 4. Nimm an Veranstaltungen teil. Veranstaltungen sind, ich würde mal sagen, das ist so der Puls, das ist so das Salz in der Suppe. Man sagt immer, auf Veranstaltungen werden Entscheidungen getroffen. Ich habe das schon so oft erlebt. Es gibt, erstmal ganz langsam, was gibt es für Veranstaltungen? Es gibt von verschiedenen Firmen gibt es Homepartys. Also das heißt also kleinere Gruppen im Wohnzimmer, wo Produkte vorgestellt werden und wo das Geschäft vorgestellt wird. Die nächste Veranstaltung, würde ich mal sagen, sind Hotel-Events. Das sind Veranstaltungen, die entweder in einem Hotel oder in einem Restaurant stattfinden, wo ein Raum gemietet wird und man lädt in diesen Raum ein. In der Regel kostet das auch ein bisschen. Da sind also Kostenbeiträge von 5 bis 10 €. Dann gibt es wahrscheinlich regionale Events, dass deine Firma vielleicht, sage ich mal, in Nordrhein-Westfalen so ein Zentrum hat oder vielleicht auch in Norddeutschland mal eine Veranstaltung macht. Dann gibt es nationale Events, dass deine Firma sozusagen in Deutschland etwas veranstaltet. Und dann wird es auch internationale Events gehen, wo man ins Auto oder in den Flieger steigen muss, um dahin zu kommen, um dort was zu erleben. Die internationalen Events sind natürlich die größten Events. Vielleicht hast du auch mal Glück, dass ein internationales Event in Deutschland stattfindet. Dann ist es für alle anderen international, aber für dich ist es halt ein nationales Event. Es ist eigentlich vollkommen egal. Wichtig ist, dass du bei allen diesen Events dabei sein musst. Weil dieser Satz, auf Events werden Entscheidungen getroffen, so unglaublich wichtig ist. Das hat eine Doppelwirkung. Das hat einerseits eine Wirkung für dich, dass du, wo du ja wahrscheinlich relativ alleine bist mit deinem Business, also in der Regel sind die Networker ja keine Leute, die sozusagen um sich herum nur ganz viele Menschen haben, die das gut finden, was sie machen, sondern Networker sind manchmal alleine. Sobald du auf eine Veranstaltung gehst, fühlst du dich wieder im Kreise derer, die gleiche Idee haben wie du, die den gleichen Weg gehen, dich also sozusagen dir das Gefühl geben, ich bin richtig, schau mal hier, wie hat sich der weiterentwickelt, du kannst deine Geschichte erzählen, vielleicht kriegst du auch ein bisschen Schulterklopfen. Das ist also ein gutes Zeichen, wenn du auf einer Veranstaltung bist für dich. Aber am allerwichtigsten ist das, dass du auf dieser Veranstaltung und auch alle deine Interessenten, das ist der zweite Teil, auf der Veranstaltung nochmal mitbekommen, wie wertvoll das für sie ist und wie sie sich selber, wie sie den Impuls bekommen, wie sie merken, wenn der das kann, kann ich das auch. Aber die Menschen sind schon erfolgreich und ich habe da noch gar nichts von gewusst. Ey, ich fange sofort damit an. Das heißt also, auf den Veranstaltungen passiert das eigentlich so über Bande. Du siehst jemanden, der das Geschäft betreibt und sagst, wow, das möchte ich auch, das kann ich auch, ich fange damit an. Und somit wird auf einer Veranstaltung, durch die Veranstaltung, ein viel höheres Vertrauen, ein viel höherer Trust gebildet. Und deshalb ist es so unglaublich wichtig. Nimm also an allen Veranstaltungen teil, die du kannst. Man sagt hier, Wendy Gates schreibt, Veranstaltungen sind der Kit, der das Geschäft zusammenhält. Und ich glaube, da hat er vollkommen recht. Es gibt noch einen kleinen Hinweis, der dich wahrscheinlich extrem motiviert, eine solche Veranstaltung zu machen. Wenn es eine nationale Veranstaltung gibt, nehmen wir jetzt mal an, es gibt eine von deiner Firma in Deutschland eine Veranstaltung, so ein Jahresauftakt, eine Kick-Off-Veranstaltung oder Produktvorstellung oder was auch immer. Eric Worre hat eine Referenzzahl herausgearbeitet. Und er hat festgestellt, die Personen, die aus deinem Team mit dir zu der Veranstaltung gehen, also wenn du der Leader, der Ranghöchste bist, du guckst aus deiner Position, dein Leader guckt natürlich, also deine Führungskraft guckt aus seiner Position, aber du guckst aus deiner Position und sagst, wer ist von meinem Team dabei? Und die Zahl der Menschen, die dabei sind, wenn du diese Zahl mit 1000 multiplizierst, hast du dein Einkommen vom nächsten Jahr. Das heißt, hast du 10 Personen dabei, wirst du im nächsten Jahr mit dem Network-Marketing-Geschäft 10.000 Euro verdienen. Bei mir hat das in den Jahren, in denen ich aktiv war, immer gestimmt. Das hat mal bis auf, also mal 1.000 Euro mehr oder weniger, aber das hat immer gestimmt. Und ich habe viele andere Vergleiche von einer Führungskraft von mir damals. Wir waren bei einer sehr großen Veranstaltung und da waren viele Menschen im Raum. Und dann war in diesem Raum waren tatsächlich 1.300 Menschen von meiner Führungskraft. Und es war auch, ich kann es hier selber ausrechnen, was er für ein Jahresgehalt hatte zu dem Zeitpunkt. Und es ist einfach so, dass man sagen kann, 1.000 Euro pro Person aus deinem Team, die mit zu der Veranstaltung geht. Und das ist ein Referenzwert, der rückwärts errechnet wurde. Das ist natürlich nicht ein Planwert, aber du kannst ihn jetzt als Planwert nutzen und kannst sagen, da ist eine Veranstaltung und mein Ziel ist, mit mindestens 10 Leuten auf dieser Veranstaltung zu sitzen. Dann kannst du dir ausrechnen, dass du nächstes Jahr roundabout ein bisschen weniger als 1.000 Euro im Monat als passives Einkommen verdienen wirst oder als Einkommen verdienen wirst. Nummer 5.
Befolge das System. Das ist so unglaublich wichtig, weil das im Network Marketing sind wir ja in einem Duplikationsgeschäft. Wenn du jemand bist, der vielleicht durch seine Art, durch seine Rhetorik, durch was auch immer ganz, ganz viele Menschen bewegen kann, in dieses Geschäft einzusteigen, dann ist das aber vielleicht überhaupt nicht duplizierbar. Und dann bist du vielleicht am Anfang erfolgreich, du bist so ein Schnellschuss. Du bist wie einer, der beim Marathon schnell losläuft und alle denken, boah, ist das eine Rakete? Ja, du bist keine Rakete, du bist dumm, weil du nämlich nicht durchhältst bis zum Schluss. Du läufst am Anfang schnell und holst dir so einen gefühlte, so holst dir so ein bisschen Komplimente ab, aber das sind keine Komplimente. Eigentlich bist du zu schnell und verbrauchst du erst zu viel Energie. Im Network Marketing ist es so ähnlich. Wenn du dein eigenes Ding machst, wenn du deinen eigenen Online-Marketing, wenn du deine eigenen Anzeigen schaltest, wenn du deine eigenen Flyer verteilst, wenn du selber Dinge tust, angenommen, du schaltest eine Anzeige in einer Zeitung oder du schaltest im Internet irgendetwas und dein Team sagt, naja, toll, ich habe kein Geld, um Anzeigen im Dings zu schalten, kein Wunder, dass ich nicht erfolgreich bin. Hast du ja etwas getan, was nicht duplizierbar ist? Oder glaubst du, dass es möglich ist, in einem Team von 4.000, 5.000 Leuten, dass jeder Facebook-Anzeigen schaltet? Das wird nicht funktionieren. Das heißt, du musst ein System befolgen, was duplizierbar ist. Ich rate jedem dazu, auch wenn die Verlockung so groß ist, doch andere Dinge zu tun, tu es nicht. Dann gibt es welche, die sagen, ja, ich möchte meine Produkte im Handel platzieren. Dann gehen sie zu einem befreundeten Kioskbesitzer und stellen dann mal ein paar von ihren Produkten in diesen Kiosk. Eigentlich ist das doch eine totale Umkehr des Systems. Du hast ein Produkt, das ist Empfehlungsgeschäft, suchst eine Abkürzung und sagst, ich stelle es dahin, wo Leute hinkommen. Aber es gibt es eigentlich nicht im Handel. Das heißt, irgendwie ist das doch total doof. Du versuchst eine Abkürzung und möchtest du tatsächlich, wenn du damit Erfolg hast, also wenn du, sag ich mal, du hast ein Produkt, was sich für diesen Kiosk eignet und das funktioniert, möchtest du wirklich deinem Team das erzählen, dass sie dann sagen, ja, wo soll ich denn jetzt einen Kiosk herkriegen, der auch die Produkte listet? Das geht doch nicht. Das heißt also, lass unsere Empfehlungsprodukte aus dem Handel raus. Schalte keine, mach keine Flyer, mach keine Werbung, sondern baue ein System auf, was schon seit 100 Jahren funktioniert. Bau Verbindungsqualität auf, ermittle den Bedarf, gib das Produkt aus deiner Hand in die Hand eines Kunden, lass ihn das Produkt probieren und dann ist gut. Und dann wird er zum Produktliebhaber und vielleicht wird er sogar zum Vertriebspartner. Das ist das, was ein System ist. Und wir haben ja, und jetzt kommen wir in unseren Werbeblock, wir haben ja auf networker-herzgut.de ein System geschaffen. Das System beginnt mit dem Poster und arbeitet sich dann über die Formulare, die ich hier immer wieder gerne zeige. Das sind die Startformulare, die du für den Start brauchst, diese ersten drei Blätter. Und dann kommt das Wichtigste, dann kommt deine aktive Kontaktliste. Das ist der Start des Systems. Dann hast du die Art, wie bearbeitest du den Menschen, den du kennengelernt hast. Also bearbeiten ist jetzt mal ein bisschen flapsig gesagt. Wie gehst du mit ihm um? Wie gehst du mit deinem Interessenten um? Und dann hast du ein ganz klares System, wie du deine Aktivitäten misst und wie du deine Aktivitäten einträgst in einem Aktivitätsmesser. Und wenn du neue Menschen hast, neue Partner hast, hast du einen Startfragebogen. Und dieses System ist aufeinander abgestimmt. Das heißt, auf networker-herzgut.de kannst du diese gerade genannten Formulare gratis herunterladen. Du musst dafür kein Geld ausgeben und du kannst sie sofort benutzen, weil ich erzähle immer wieder in den Morning Calls, wie es möglich ist. Aber du kannst natürlich auch in Zukunft zum Beispiel den Success Pack kaufen, der heute verlost wird, für die Person, die die richtige Nummer nennt, ganz zum Schluss, wenn ich eine Frage stelle. Die bekommt das System. Das System ist 399 Euro wert und ist sozusagen dein Grundbaustein, dein Grundbaukasten. Das trägt dich durch dein Network-Marketing-Geschäft, weil da sind die Formulare drin als Blöcke fertig gebunden, wo du einfach jeden Tag auf einem schönen Formular deine Arbeit machen kannst, die du als Networker machst. Und du siehst halt auf dem Poster immer ganz genau, wo bin ich gerade, wo bin ich im Prozess, was muss ich gerade tun. Und deshalb ist dieses System so wichtig. Und wenn du ein System hast, kannst du es an deine Partner weitergeben. Du kannst deinen Partnern sagen, du geh auf networker-herzgut.de, such dir da die Dinge raus, wie ich erkläre dir, wie es geht. Es ist ein System, wir folgen in unserer Struktur dem System. Ob du dann ausfällst oder nicht, der nächste Partner hat das gleiche System zur Verfügung. Das heißt also, die Duplikation klappt einwandfrei. Du musst eigentlich nur einen Link weitergeben und schon kann in diesem Bereich weitergearbeitet werden. Befolge das System, halte das System hoch, halte das System in Ehren. Das ist Nummer 5. Sei verantwortungsbewusst. Verantwortungsbewusst heißt,
Du bist derjenige, der vorlebt, wie es sein soll. Du bist der, der pünktlich ist. Du bist der, wenn du versprochen hast, anzurufen, auch zu dem Zeitpunkt anrufst. Du bist der, der zu richtigen Zeitpunkt im Dreiercall auftaucht. Und immer dann, wenn du das Gefühl hast, na, ich weiß nicht, ob das, ob ich, wenn du selber so merkst, dass du dich nicht positiv verhalten hast, kannst du dich selber in die Pflicht nehmen und sagen, beim nächsten Mal mache ich das besser. Du hast die Verantwortung, deinem Vertriebspartner etwas vorzuleben. Im Network Marketing wird nicht gelogen, wird nichts Falsches behauptet, es wird nicht schlecht über andere gesprochen. Wenn du zum Beispiel auf einer Veranstaltung bist und dort bringt einer seine Produkte mit, dann ist es natürlich selbstverständlich, dass wenn da 24 Produkte präsentiert werden, dass zum Schluss auch noch 24 Produkte da sind, nicht wahr? Und es ist auch ganz selbstverständlich, dass man auf diesen Veranstaltungen nicht die bestehenden Partner oder die Interessenten von anderen Vertriebspartnern anspricht und sagt, oh, da ist ein Interessent, der ist aber total nett. Ja, wenn ich den, wie kann ich den jetzt in mein Team ziehen? Wie kann ich den in meine Situation ziehen? Das ist absolut unehrenhaft und garantiert nicht verantwortungsbewusst. Vielleicht bringt dir ein solches Verhalten kurzfristigen Erfolg. Ja, wenn man im Geschäft was, wenn man irgendwo in eine Kasse greift oder wenn man was klaut oder wenn man was nimmt, hat man natürlich einen kurzfristigen Erfolg. Aber tut das langfristig gut? Kann man so etwas aufbauen? Ich glaube, ein integres Handeln, ein sauber sein und auch andere dazu zu ermahnen, ermutigen oder aufzufordern, sauber zu sein, ist halt immer ganz, 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 ganz wichtig. Und sei du praktisch das Vorbild, was du sein möchtest, sei du, verhalte dich so, wie du möchtest, dass ein Sponsor sich dir gegenüber verhält. Sei verantwortungsbewusst. 7.7. Edifiziere Praktiker. Edifizieren heißt, Menschen in ein gutes Licht stellen und es auch laut aussprechen. Das heißt, einer dritten Person gegenüber positiv über einen anderen sprechen. Jetzt zum Beispiel dein Sponsor. Jetzt schau mal, ich habe ganz viele Menschen, die mit mir telefonieren, die mir erzählen, dass sie einen schwachen Sponsor haben. Das kann sein, dass das stimmt. Das kann sein, dass das deine Wahrnehmung, deine Beobachtung ist. Und dass du es mir sagst, ist auch gar nicht so schlimm, weil ich möchte dir helfen, ich möchte ja wissen, wo deine Schwachpunkte sind. Aber du solltest niemals, niemals deinen Sponsor in der Öffentlichkeit schlecht dastehen lassen. Deine Aufgabe ist es, deinen Sponsor, wie auch immer er sich verhält, ins beste Licht zu setzen und ihn nicht zu kritisieren. Dein Sponsor, angenommen, dein Sponsor kommt in die Stadt und dein Sponsor macht eine Veranstaltung in der Stadt. Wenn du ihn immer positiv edifiziert hast, wird er gerne auf deiner Veranstaltung sein, wird er gerne auf dein Home-Event kommen und wird gerne für deine Partner da sein. Das geht aber auch nicht, geht nicht nur Richtung deines Sponsors. Edifizieren geht natürlich auch Richtung deiner Teampartner. Wenn du einen Teampartner hast, der sich am Anfang noch sehr unsicher fühlt, der noch gar nicht so richtig weiß, was er tun soll, wenn du ihn für kleine Erfolge edifizierst, wenn er zu Veranstaltungen kommt und du sagst, boah, das ist so toll, schau mal hier, nennen wir ihn jetzt mal Klaus, du sagst zu anderen im Raum, Klaus ist so fantastisch, der ist ganz frisch gestartet und ist jetzt schon bei seinem zweiten Event. Klaus, genau das ist richtig, du musst auf Events kommen und ich finde es total schön. Wenn er einen Gast dabei hat und der Gast ist da, dann sagst du, schön, dass du da bist, hallo Sabrina, nenne ich sie jetzt mal, schön Sabrina, mit Klaus hast du genau den richtigen. Der hat mit so viel Schwung gestartet, Klaus ist einfach ein richtig cooler Typ und ich glaube, dass Klaus eine gute Karriere hat, wenn ja auch Sabrina weiß, dass Klaus gerade erst gestartet hat. Ja, das ist ja, du kannst ja nicht Klaus zu einem Superhero machen. Das muss halt alles auch passen, aber stelle so oft wie möglich andere Menschen vor anderen Menschen gut dar. Sei du derjenige, der immer positiv über andere Leute spricht. Und sobald du ein schlechtes Gefühl von einer Person hast, verkneifst du sie ganz einfach. Sprich positiv oder im schlimmsten Falle, wenn du nichts sagen kannst und möchtest, dann halt den Mund. Aber edifiziere so viele Menschen, wie du kannst und edifiziere vor allen Dingen auch die Vertriebsform Network Marketing, wo auch immer du kannst, und edifiziere deine Firma. Deine Firma ist natürlich das ist ja die Basis, das ist ja der Acker, auf dem alles wächst, was du machst. Das heißt also, du solltest einfach deine Firma immer in den höchsten Tönen loben. Natürlich immer nur ehrliche Dinge und natürlich immer nur das, was du wirklich meinst. Das war der Punkt 1. Sei Produkt der Produkte, lerne die Produkte kennen, sprich mit Menschen, die Produkte genutzt haben, die gute Erfahrungen haben, hol dir Testimonials rein, beschäftige dich damit, geht auch so ein bisschen in den Bereich, studiere den Beruf, das war, glaube ich, Nummer 3 über. Jetzt verwirre ich euch langsam, ne? Ich erwähne immer wieder die Nummern und ihr wisst gar nicht, was ihr euch merken sollt. Wenn ihr es aufgeschrieben habt, wisst ihr es.
Wir sind gerade bei Nummer 7, identifiziere deine Partner, identifiziere Praktika und identifiziere deine Firma, identifiziere sozusagen das, was gut ist in diesem Geschäft, damit es wachsen kann, weil es dein Acker, deine Grundlage ist. Dann, da möchte ich nochmal an unseren Messer hier erinnern, an unseren Aktivitätsmesser. Hier ist es das perfekte System, um das zu tun, was in Punkt 8 steht. Punkt 8 steht, lege die wöchentliche Anzahl von Kontakten fest, die du machst. Weil auf dem Aktivitätsmesser, da steht nicht Ergebnismesser, sondern Aktivitätsmesser. Hier messen wir nur die Dinge, die du beeinflussen kannst. Deine Aktivität, dass du mit Menschen ins Gespräch kommst, dass du mit Menschen Kontakt aufnimmst, dass du mit Menschen dich austauschst, das kannst du beeinflussen. Und Punkt 8 ist, lege fest hier, was du diese Woche schaffen möchtest. Lege fest, dass du sagst, ich werde diese Woche 20 Gespräche führen. Und wenn du nach 15 Gesprächen deine Woche schon fast um ist und du noch einen Tag hast, dann weißt du, oh Gott, jetzt muss ich mal Gas geben. Jetzt habe ich noch einen Tag, um 5 Gespräche zu führen. Dann weißt du, was du zu tun hast, weil auf deiner aktiven Kontaktliste stehen Menschen. Oder du gehst halt einfach raus oder guckst in dein Social Media oder was auch immer und fängst an, diese 5 Gespräche zu führen, die du geplant hast. Das heißt, du planst, das ist der Punkt 8, plane die Zahl der Kontakte, die du machen möchtest diese Woche. Weil wenn du nicht planst, ist die Chance, dass du sie nicht erreichst, viel größer, als wenn du planst. Wenn du planst, hast du, selbst wenn du sie nicht erreichst, du hast aber das Gefühl, oh Gott, ich wollte 10 und habe nur 8 geschafft, was muss ich nächste Woche anders machen, damit ich nächste Woche meinen Plan erreiche? Weil es ist dein Geschäft, das ist ja deine Basis. Punkt 9, nimm dir jeden Tag Zeit für deine persönliche Weiterentwicklung. Gestern Abend hatten wir einen Team-Call, haben gestern also mit einer Gruppe von Coaches, mit Menschen, die ich trainieren darf, gesprochen. Und dann haben wir das Tagesziel, also das Zeitmanagement besprochen und hatten halt diesen Partner, der jeden Morgen um 5 Uhr aufsteht und eine Viertelstunde persönliche Hygiene macht und die andere Zeit macht er Sport, Meditation und liest und tut was für sein Mindset. Und das macht er halt von 5 bis 7, bevor er normalerweise aufstehen müsste und seine normale Arbeit beginnen möchte. Und das ist hervorragend, wenn du dir für deine eigene Weiterentwicklung einen eigenen Zeitblock nimmst und sagst, dieser Zeitblock von 6 bis 6 bis 5 nach 6 oder von 6 bis 6:30 oder von 6 bis 7 von mir aus, gehört mir und da entwickle ich mich weiter. Audios, Bücher, Lesen, Notizen machen, das, was ich euch gerade gezeigt habe, vielleicht ein Buch rausschreiben, ein Kapitel von einem wertvollen Buch, vielleicht auch von Randy Gage lesen und dann in deinen Worten wieder zusammenfassen. Das ist das echte Lernen, was du tun musst. Und wenn es sich um Persönlichkeitsentwicklungsbücher handelt, hast du einfach ganz, ganz viel davon, wenn du dir jeden Tag Zeit für dich selber, für deine eigene Weiterentwicklung nimmst. Und Punkt 10, fast ist es das, das ist fast so die Essenz, warum was deine Eltern dir deine ganze Jugend durchgesagt haben. Tue immer das Richtige. Tue immer das Richtige ist, wenn du die Wahl zwischen 2 Entscheidungen hast, entscheide dich für die unangenehmere, das ist mein persönlicher Leitsatz, die ist in der Regel das Richtige. Ich hatte kürzlich mit einer lieben Dame, die ich inzwischen sehr schätze, ein wunderbares Gespräch. Und ich glaube, dass diese Dame eine sehr treue, zuverlässige, ehrliche Haut ist. Sie hatte aber doch einen kleinen Konflikt, weil sie hatte eine Geschäftspartnerin, die ihr, also eine Teampartnerin, die nicht mehr aktiv ist und die hatte ihr irgendwann mal gesagt, bitte sprich meine Kunden nicht an. Das heißt also, du hast jetzt einen kleinen Konflikt, weil du möchtest dein Geschäft weitertreiben. Da sind Menschen, das sind deine, es sind Kunden, die haben in deiner Struktur Produkte gekauft. Aber dazwischen sitzt eine Person, die sagt, ich möchte nicht, dass du sie ansprichst. Jetzt ist es mal vollkommen egal, welche Firmenphilosophie dahinter steckt. Du musst ja deine eigene Philosophie haben. Ich ganz persönlich glaube, dass das Vertrauen, was dir mal jemand geschenkt hat, und wenn jemand sich von dir wünscht, tu das nicht, das ist der wertvollere Wert. Und dann haben wir gemeinsam überlegt, was könnte denn für einen Weg geeignet sein, um an diese 13 Menschen heranzukommen, ohne das Versprechen zu brechen. Und das Lustige ist, wir haben in ganz kurzer Zeit einen sehr sympathischen, einen sehr, sehr, sehr wertvollen Weg gefunden, weil wir mal nachgedacht haben. Das heißt, der Impuls war von uns beiden, sie hat es uns auch so gesagt, ja, ich möchte denen eigentlich was vorstellen, diesen 13 Kunden, aber ich darf ja eigentlich nicht, weil meine Geschäftspartnerin damals gesagt hat,
sie möchte das nicht. So, und das nicht zu tun, nicht der Gier zu folgen oder dem leichten Weg zu folgen, sondern zu sagen, ich respektiere den Wunsch meiner Partnerin, ich tue das Richtige und bleibe in der Liebe, sage ich mal, bleibe in der Sympathie, bleibe in der Harmonie und suche einen anderen Weg. Im schlimmsten Falle darf ich halt nicht mit denen sprechen. Ja, im schlimmsten Falle passiert es halt nicht, weil da ist einer dazwischensteht, der sagt, das ist mein Beziehungsnetzwerk. Und das sind meine Kontakte. Ich habe eine Verbindungsqualität zu den Leuten und du hast die nicht und ich möchte nicht, dass du meine Leute ansprichst, dann würde ich da nicht rangehen. Das ist für mich einfach nicht zu betretenes Land. Und wenn man nachdenkt, wird man hier auch Alternativen finden oder man kann die Verbindungsqualität zu der Person, die Stopp sagt, die kann man ja verändern. Und in unserem Fall, also wo wir diskutiert haben über das Thema, haben wir einen Weg gefunden, wie man die Verbindungsqualität, die auch das Interesse dieser Person, dass das weitergeht, wieder wecken könnte. Und ich bin mal gespannt, wie das sich ergibt, was dabei rauskommt. So, wir haben 10 Punkte. Soll ich sie nochmal vorlesen für die, die vielleicht nicht alles mitgeschrieben haben? Also für die, die später dazugekommen sind, heute hier gibt es ein Gewinnspiel. Und es wäre eigentlich gar nicht so fair, ne? Wenn ich das jetzt nochmal mache, dann nehme ich ja denen, die mitgeschrieben haben, die Chance. Nee, das tue ich jetzt nicht. Nee, das tue ich nicht. Ich habe es vorher nicht gesagt, dass ich es nochmal vorlese, also tue ich es jetzt auch nicht. Also, es bleibt dabei, wer jetzt gleich die nachfolgende Frage richtig beantwortet und die als erster die Zahl hier reinschreibt, der gewinnt jetzt hier und heute einen Success Bag. Und der hat einen Wert von 399 Euro, ist noch nicht im richtigen Karton, aber es ist alles das drin, was drin sein muss. Alle Formulare, 26 Videos und damit bist du sozusagen ausgestattet. Was ich euch hier noch sagen muss, für alle, die eine Aufzeichnung sehen, gilt das natürlich nicht. Das ist nur für die Live-Situation und leider auch nicht für Instagram, sondern nur für Facebook. Ja, was ist jetzt die richtige Frage? Unter welcher Nummer habe ich gesagt, bewahre das System? Unter welcher Nummer habe ich gesagt, bewahre das System? Die erste Person, die die richtige Zahl hier reinschreibt, gewinnt heute für 399 Euro einen Success Bag, der dann rausgeht. Jetzt 15 ist falsch. 5! 5 ist richtig. Petra! Das ist richtig. Holger Preuß, 5. Petra hat als erste 5 geschrieben. Ich weiß zwar nicht, warum Petra am Anfang 15 geschrieben hat. Wenn ich 10 Punkte vorlese, ist 15 doof, aber vielleicht hat der Finger was gemacht. Ja, nein, 8 ist falsch, 6 ist falsch, 5 ist richtig, 4 ist falsch. Cornelia, du hast doch schon mal was gewonnen. Du hättest doch nochmal gewinnen können, aber die 4 ist falsch. Also, ich danke euch ganz herzlich. Gewonnen hat Petra Haas. Das hat für mich intern sogar auch einen kleinen doppelten Effekt, weil die Petra ganz unbewusst heute Teil dieses Morning Calls war. Ja, ihr Lieben, das war's für heute. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. An die Petra geht gleich der Success Bag auf die Reise. Ich freue mich auf morgen, 7.30 Uhr, auf euch und mal schauen, wie die Zahl sich von heute bis morgen verändert. Ihr könnt das Poster hier in der Beschreibung oben, könnt ihr das Poster runterladen. Noch sind es 6,90 Euro für Karton- und Versandkosten. Ich glaube, ab morgen dann 7,90 Euro. Also, wenn ihr einen Euro sparen wollt, nur Versandkosten. Poster ist gratis, ne? Ist nur Versandkosten. Also, liebe Grüße, einen schönen Tag, wünscht euer Markus Mitka aus Köln. Bis bald. Petra, herzlichen Glückwunsch. Tschüss.